Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Kingdom Come Deliverance. Ich habe jetzt ein paar Versionen ausprobiert. Also ich habe einmal in der Nacht direkt mit allen Novizen gesprochen. Und ich glaube, der Konstantin war es oder so, der läuft dann sofort zum Prior. Nein, nicht zum Prior, zum Abt. Den Prior suche ich ja. Und verpetzt mich und dann, dann bekomme ich Schwierigkeiten. Also wenn ich ihm sage, dass ich Karl bin. Ich glaube, das war der Name, oder? An dessen Stelle ich jetzt hier im Kloster bin. Dann prüft er das nach und sperrt mich 24 Stunden weg. Und dann, ja, dann sind plötzlich ganz viele Wachen im Kloster. Und der Vater von dem Typen ist im Kloster. Und ja, das geht nicht gut aus. Und naja, wenn ich meinen Schnabel aufreiße und mich wieder setze, dann werde ich natürlich auch sofort weggesperrt. Und ja, ich wollte ja bis zu dem Punkt spielen, wo ich dann, wo ich so frech geworden bin. Jetzt habe ich aber doch früher wieder das Let's Play angefangen, weil ich jetzt mit Nevlas geredet habe und ich habe jetzt eine neue spannende Mission. Und zwar ist der Abt, der ist ja jetzt gerade krank und alle erwarten, dass er stirbt. Deswegen gibt es überhaupt den Trubel mit der Abtwahl. Aber er wüsste, wie man einen Trank braut, der ihn heilen könnte und ihm eben noch ein paar Jahre verschaffen könnte. Und das, da wollen wir ihm natürlich helfen. Aber dafür müssten wir in der Bibliothek, in den Schrank der verbotenen Bücher, wo wir ja auch Informationen zu den, oder möglicherweise Informationen zu diesen Novizen finden würden, um herauszufinden, wer denn der Bandit ist. Und, also Prior. Und ja, also ich müsste halt den Schlüssel haben für den Schrank und der Bibliothekar könnte den haben, aber es könnte auch in der Kammer vom Prius, ich denke, die ist da bei der Bibliothek geradeaus neben dem Schrank, so ist, vermute ich jetzt mal, weil er auch einmal von da gekommen ist. In einer Truhe dort würde ich den Schlüssel finden für den Schrank. Was ich jetzt in der Früh gemacht habe beim Morgengebet, das muss ich jetzt auch noch schnell erzählen. Ich war so verrückt und habe eben etwas früher aufgehört zu warten, weil ja immer, wenn dann alle gegangen sind, der Prius schon weg war. Nicht Prius, der Abt schon weg war. Prius und Abt. Auf jeden Fall war er dann schon weg und ich habe mir gedacht, okay, er geht auf jeden Fall früher. Und dann habe ich gewartet, bis er gegangen ist und bin ihm nachgeschlichen, auch wenn ich das nicht durfte, aber ich bin ihm halt nachgeschlichen und habe ihm den Schlüssel entwendet. Dafür habe ich ihn einmal bewusstlos gewürgt. dann bin ich wieder zurück geschlichen zum Morgengebet und daraufhin ist eh gleich ein Mönch zu ihm. Den habe ich nämlich einfach im Gang liegen lassen und hat ihn wieder aufgeweckt, aber keiner hat mich verdächtigt. Und jetzt habe ich den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel vom Klosterschlüssel. Es würde mich sehr interessieren, ob der jetzt da den Schrank sperren würde. Oder zumindest die Tür zur Wohnung von Prius. Und das kann ich erst in der Nacht machen. Das bedeutet, ja, ich muss jetzt noch den Tagesablauf ganz normal verfolgen. Und dann in der Nacht werde ich die Mission neu angehen. Also ich warte jetzt einmal. Bis wann muss ich denn eigentlich nochmal schnell warten? Besser nachgesehen. Ist irgendwas falsch gemacht? Ja, schon bis 12 Uhr. Und dann muss ich wieder in die Bibliothek. Also warten wir jetzt bis 12 oder ungefähr 12 und dann geht's ab in die Bibliothek und dann können wir uns das schon mal abchecken eigentlich. Ich meine, den ganzen Tag über ist eben ein Mönch in der Bibliothek, das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Und ja, dann um Mitternacht sollte ich ja den Wein stehlen gehen. Das wird dann auch noch spannend. Sehr schön gemacht, Nevalavalal. Ja, also,
Es ist jetzt also ziemlich spannend. Eigentlich sollte ich, naja, besorgen wir mal den Wein, dann haben wir uns mit den Alten gut gestellt. Und mit dem einen Novizen. Ich glaube, das machen wir einfach. Wir besorgen den Wein. Aber wir gehen auch zum Schrank in der Bibliothek und holen uns dort alle Informationen, damit wir eben auch den Abt retten können. Ja. Bruder Bibliothekar. Was wünschst du, Bruder Gr Ich hörte, in der Bibliothek gibt es verbotene Fragen wir Bücher. einfach mal. Das ist richtig. Sie sind gut versteckt vor solchen Brüdern, die versucht sein könnten, sie zu lesen. Das ist wie bei dem Film Der Name der Rose oder so irgendwie. Da gibt es auch so verbotene Bücher. Wie werden Bücher zu Libri Prohibiti? Verbotene Bücher stecken voller Ketzerei, Blasphemie und Hexenkunst. Wenn du mich fragst, sollte man sie alle verbrennen und nicht archivieren. Könnte eines der Bücher fälschlicherweise verboten sein? Ein gutes oder nützliches? Nein, die Bücher stehen aus gutem Grund auf der Liste. Warum sollte ich die Weisheit der heiligen Mutter Kirche anzweifeln? Was, wenn ich nur einmal hineinschauen wollte? Darf ich? Nein, darfst du nicht. Sie sind Libri Prohibiti und nur der Abt und ich dürfen sie einsehen. Obwohl ich nicht wüsste, wozu ich oder er darin lesen wollten. Versuche ich mal zu Und wenn ich überlegen. dich anflehe oder dir einen Gefallen tue? Oh. Vielleicht, wenn du mir beweist, wie sehr du Bücher liebst. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich hörte von Avicennas Buch der Medizin. Darf ich es sehen? Wer hat dir davon erzählt? Natürlich darfst du nicht. Okay. Ich möchte dich etwas um. Ah, wahrscheinlich. Wenn ich alle Seiten des zerrissenen Buchs habe, dann glaubt er mir, dass ich Bücher so liebe und dann lasst er mich vielleicht hinein spähen. Schön langsam, Bruder. Habe ich da nicht irgendwo. Und das ist auf jeden Fall der Schrank. Tritt von dem Schrank zurück. Und da kommt Ich ich hätte sogar alles rein. nicht für deine Augen bestimmt. Mit dem Prio-Schlüssel, aber nur zu ihm hinein. Nicht in den Schrank. Das heißt, ich müsste jetzt entweder vom Bruder Bibliothekar müsste ich das stehlen. Den Schlüssel oder eben aus der Truhe beim Prius. Schwierig. Reden wir nochmal mit ihm, weil wir müssen ja auch Gelobt arbeiten. sei. Ich wäre da. Wunderbar. Ich So, jetzt darf ich mich wieder von ihm zusammenscheißen lassen. Wow. Man kann einfach nichts lesen. Aber da ist eindeutig ein M am Schluss, oder? Et postquam con, na, aber columinati steht da doch. Columat. Columant? Columinat. Columat. Columant. Columat. Ach, das ist ja. Ist ten? Kann das ten? Nein. Ist sen? Keine Ahnung, ich komme vor, der passt überhaupt gar nicht. Et postquam. Ufisten. Columant. Luft. 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 Lut dies esto, na, octo, eto, octo, dies, octo, ut circumsidertur.
das ist im Teile von dem passen, Teile von was anderem passen. Ja, nehmen wir das erste. Ja, das erste. Steht da EOS US. Aha. EOS COS. Das letzte ist COS. Sieht doch aus wie COS, nicht wie EOS. Wobei es könnte immer ein I sein wegen dem Haken oben. Cetilat cos ufos ulots, das ist doch ein Z da, ulkts, na uf, alles wahrscheinlich ein F. Es ist einfach eine Katastrophe. Du venti irgendwas flattet. Das muss es sein. Ja, wahrscheinlich wieder alles falsch. Mann. Kratz. Schöne Kamerafahrt aber. Mit einem Dolly würde man das jetzt in echt machen. So, jetzt schimpft er mich gleich wieder. Um Himmels Willen. Kannst du überhaupt lesen? Noch nie habe ich so viele Fehler gesehen. Ich glaube, ich komme da nie. Ich schaff's nie anders. Ich kann mit ihm nur reden. Ich würde mir ja gern umhauen. Wenn ich mich anschleiche, kann ich ihn dann umhauen? Ja, könnte ich. Könnte ich aber natürlich nicht vor allen. Das mache ich in der Nacht. Schleiche ich mich an ihn heran. Und dann klaue ich ihm den Schlüssel. Dann brauche ich nämlich nicht da beim Prius den Schlüssel klar. Oder ich klaue beim Prius den Schlüssel, weil ich komme ja rein zu ihm ins Zimmer. Das werde ich machen. Wobei, dann müsste ich wahrscheinlich in der Truhe die Truhe aufsperren. Und die wird wahrscheinlich auch nicht einfach zu öffnen sein. Vermute ich mal. Wissen tue ich es natürlich nicht. So, ja, jetzt müsste ich da warten. Bis 16 Uhr, das weiß ich. Und dann gibt es das Nachmittagsgebet. Bin schon gespannt, weil dann sehe ich den Prius wieder. Dann sehe ich den Abt wieder. Und ich hoffe, er vermutet nicht, dass ich ihn da ein bisschen, ihr wisst ja, ein bisschen bewusstlos gemacht habe. Ich kürze das nochmal ab, auch wenn ich dann mehr Ladezeit habe, aber ich will irgendwie nicht so lange warten, sondern mindestens 3-4 Minuten oder was wären das gewesen. Aber spannend, weil wir hier nicht nur das Heilmittel für den Abt finden können, sondern eben auch vielleicht Hinweise, wer denn dieser Novize ist, den wir suchen. Also ich habe mit allen Novizen mal gesprochen, ich habe allen den Vorwurf gemacht, dass sie es seien, und jeder hat total schockiert und ja, auf jeden Fall so reagiert, als wäre es auf keinen Fall. Und der Konstantin ist sogar zum Abt gelaufen und hat mich eben verpetzt, diese Petze. Und deshalb bin ich mir gar nicht so sicher, eben wer es ist. Prius ist schon dort. Ich denke, ich stehe genau da, wo ich stehen sollte.
Das ist jetzt... sehr genau. Pass auf, wo du hingehst. Er läuft mir rein. Dieses gemeine Stück. Nein. So, wir warten jetzt wieder bis halb. Weil die ja dann ganz schnell zum Essen gehen, alle. Und ich dann oft zu spät war. Sogar. Vielleicht singen sie ja das, die Gregorianischen, den Gregorianischen Mönchsgesang, den finde ich eigentlich sehr schön. Natürlich nicht modern, aber schöne Harmonien haben sie da drin. Es wäre cool, wenn sie singen würden. Das letzte Mal haben sie gesungen. Diesmal leider nicht. Schade. Aber ihr seht, die brechen alle schon ganz früh auf. Die dürfen alle gehen. Nur ich nicht. Und der Abt, der betet heute sehr lange. Ah, okay. Schaut, schon um 5:30 darf ich zum Essen gehen. Pass auf, wo du hingehst. Warum sollen eine? Ja, ich könnte es jetzt aufschließen. Ich könnte einfach rausgehen. Da, der Abt. Schön langsam. Schön warum langsam, so in Eile? Bruder? Jetzt schau ich mal, wohin der Abt geht. Weil der kommt auch nicht zum Essen. Hat ein ganz markant abstehendes Ohr. Pass auf, wo du hingehst. Aber er heißt auch Prior. Aber suche ich nicht nach einem Prior? Witzig. Ich habe immer gedacht, jetzt er heißt Abt. Aber da hatte ich das mit Prior doch richtig im Ohr. Aber er ist ja auch Abt. Also. Aber er ist garantiert nicht der Prior, den ich suche. Ach, wie friedlich. Okay, ja, der Abt geht in sein Zimmer, wie man sieht. Also ich könnte ihn jetzt theoretisch auch überfallen. Und er geht, wo geht er hin? Der Murrer, wenn er nicht Buße tut und sich bessert. Die Regula Benedicti, Kapitel 2. Ja? Der Abt. Wer also den könnte Namen ich jetzt, annimmt, aber ich hab's ja schon. Jüngern in zweifacher Weise als Lehrer vorstehen. Er mache alles Gute und Heilige mehr durch sein Leben als durch sein jawohl, Leben. Jawohl, wir speisen wieder. Jüngern wird er die Gebote des Herrn mit Worten darlegen. Hartherzigen aber und einfältigeren wir speisen. Achso, nein, ich möchte gar nicht reden. Was mit dir. Gibt es, Bruder? Ich möchte dich gar nichts fragen. Stimmt ja gar nicht. So. Sonst würde er anderen predigen und dabei selbst. Warten wir mal. War nicht ganz bis 19 Uhr? Ich denke doch, das ist bis 19 Uhr, oder? Das Essen. Ja, es sind schon viele weg. Und körperliche Züchtigung im Zaum halten. Er kennt doch das Wort der Schrift. Ein Tor lässt sich durch Worte. Warum so in Eil? Pass auf, wo du hingehst. Schlage deinen Sohn mit der Rute, so rettest du gehen ist stehen ist gehen. Auch interessant. Das habe ich nicht gewusst. Friede sei mit dir, Bruder. Jemand ist in der Nacht durch die Korridore geschlichen. Ach, was sage ich? Er trampelte herum wie ein wütender Keiler. Warum das muss so Cercator Stibor gewesen sein. Er kann nicht schlafen und betet bis spät in die Nacht. Okay, in der Nacht trampelt jemand schön sozusagen langsam, Bruder. Durch die Gänge. Das ist, man muss aufpassen. Sehr aufpassen, wer da... Auch in der Nacht muss man schleichen. Bin ich jetzt noch? Ja, ich muss noch hier bleiben.
aber nicht mehr lange. Dann habe ich etwas Freiheit. So, jetzt dürfte ich mich schlafen legen. Und ich glaube, ich mache das auch. Ich lege mich schlafen. Da wo sie mich dann eingesperrt haben. Das war nämlich genau hier, das, was ich aufgesperrt habe. Das wäre dann auch das Gefängnis, wo sie mich bestrafen würden, wenn ich was falsch mache. Er geht schon schlafen. Wir schauen nochmal raus. Bisschen Sonne. Ach, das erste Mal an diesem Tag. Frische Luft. Herrlich. So viele gute Pflanzen. Das muss Circator Stibor gewesen sein. Er kann nicht schlafen und betet bis später die Nacht. So, gut. Ich muss jetzt so Friede oder so sei mit dir, bis Bruder. Zum Abend warten. Friede sei mit dir. Schön langsam. Wir machen das auf zwei verschiedene Arten. Pass besser auf. Wir schlafen jetzt etwas, dann speichert es nämlich. Und dann versuchen wir dem Bruder Bibliothekar den Schlüssel zu rauben, indem wir ihn kurz bewusstlos machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann laden wir nochmal und holen uns den Schlüssel. Und dann haben wir noch ein bisschen bis Mitternacht. Und dort müssen wir uns ja mit dem Joachim, glaube ich, treffen, und um ihm den Wein zu stehlen. Und dann sind wir da voll im Plan. Spiel gespeichert, perfekt. Jetzt schlafen alle. Das heißt, es stört auch niemanden, wenn ich mich da anschleiche. Ups. Schon ein bisschen laut. Vize Lukas. Ich glaube, das ist jetzt Bruder Bibliothekar. Nein, das ist einfach nur ein Mönch. Okay, er legt sich schlafen. Noch einig unterwegs, wie es aussieht. Zum Glück stört sich keiner daran, dass ich da in dieser Schleichposition bin. Umhauen. Mönch? Mönch? Wo ist er denn? Wo schlaft er denn diese Nacht? Mönch? Mönch? Schwer etwas zu erkennen hier. Mönch. Mönch. Bruder Kellerer. Das probieren wir jetzt einfach. Hoffentlich wacht keiner auf. Heilige Maria, was tust du da, du Lump? Okay, da wacht trotzdem doch wer auf. Okay, die laufen jetzt alle zum... Dieser Ort ist nur Mönchen vorbehalten. Verlasse ihn auf der Stelle. Hey, okay, alles klar. Das bedeutet, wir laden das jetzt nochmal.
Also man kann da nicht still jemanden einfach da beklauen, während die anderen daneben liegen. Das bekommen die irgendwie mit. Und dann ist das Ganze vorbei. Aber wir haben ja schon, das ist zum Glück geschafft, den Prior dementsprechend zu behandeln. Und deswegen warten wir jetzt, bis die da sich niedergelegt haben. Setzen uns dann nochmal hin, damit es nicht so auffällig ist. Gott sei mit dir. Ich sitze auf der falschen Seite. Stehen wir auf, setzen uns auf die andere, wo wir dann was sehen. Sie schlafen. Ups. So, jetzt muss ich aufpassen. Es könnten irgendwo noch Mönche sein. Keller sind ja welche. Also die sind ja im Keller vermutlich, genau. Ich hätte in die andere Richtung laufen sollen. Da ist zugesperrt in der Nacht, oder? Ja, aber ich habe den Schlüssel. Ich kann überall rein. So, schauen wir mal schnell auf die Uhr. Okay, wir haben jetzt eine Stunde dafür Zeit. Muss da rein in den Essenssaal. Ist ja das, jawohl. Dann komme ich nämlich auch hier rein. Die Tür ist nämlich zu, aber so komme ich rein. Da ist niemand. Oh, da ist wer. Der Konstantin, was macht er hier? Was tust du hier? Ah. Was tust du hier? Ich nehme an, dasselbe wie du. Ich will in Ruhe lesen. Und zwar nicht nur die Bücher, die sie uns vorsetzen. Okay. Was liest du da? Naja, eine inoffizielle Biografie über den heiligen Prokop würde mich interessieren. Aber so etwas gibt's womöglich nicht einmal. Eigentlich habe ich mir nur Unterhaltung erhofft. Aber all das hier ist nur harmloser Nonsens. Wenn ich nur den verschlossenen Schrank mit den verbotenen Büchern öffnen könnte, das wäre was. Bis vor kurzem war er noch offen, aber dann verschwand eines der Bücher, also wurde er verschlossen. Vielleicht bekomme ich ihn auf. Das wäre großartig. Ich würde liebend gern einen Blick in diese Bände werfen. Wir könnten sie gemeinsam lesen. Was sagst du? Ich sehe, was ich tun kann. Okay. Das heißt, er wird mich jetzt wohl ja hoffentlich nicht verpetzen, oder? Sehr schwer. Okay, hier ist es nicht. Da liegt auch niemand, oder? Sollen wir das mal zu so knacken? Wir haben ja einen Dietrich. Okay, er ist leider nicht drin. Fackel. Was tust du hier des Nachts? Du solltest schlafen, nicht Leute ängstigen. Oje.
sollte er hin? Er ist weggegangen. Schwer. Schwer. Schatzkarte. Also war mal sehr interessant. Kell ist auch noch eine, das weiß ich. Dass er weggeht. Okay, da komme ich auch nicht weiter. Ja, also schwere Truhen kann ich nicht öffnen. Also wie komme ich dann zu dem Schlüssel? Und dem Bibliothekar kann ich ja auch nicht. Seiten mit Notizen. Ah. Was haben wir denn da? Sieht aus wie ein Buch mit den Namen aller Novizen. Okay. Jüngster Sohn, Konstantin. Joachim. Sind auf der Vergangenheit, könnte er sich als aufrichtiges Vorbild. Okay. Mit Gewissenhaft und fleißig, fest und glauben, bla bla bla. 50. Seinem 15. Lebensjahr führt ihn ein junges Mädchen um Schuld. Antonius, der Sohn eines wohlhabenden Händlers. Okay. Lukas, still, fleißig, demütig. Schätzt gehorsam. Sein einziger Makel, der Tadel verdient, ist seine Neigung zu gleichgeschlechtlichen Gelüsten. In seiner Familie aus Angst, Verachtung. Okay. Deswegen wurde er ins Kloster geschickt. Gregor, ein weitgehend ungeeigneter Kandidat für das klösterliche Leben. Gregor. Also, nochmal. Joachim, sündhafte Vergangenheit. Baron. Seltsam folge ich, wurde er trotz vieler Bedenken wegen seines Charakters und seines das Kloster unangebrachten Temperaments aufgenommen. Bei Eintritt spendete Herr jüngsten Kloster Summe, lasst dem nach zumindest Beginn ein wenig Nachsicht bei seinen Verfehlungen im Konstantin. Arbeit, die in Disziplin lehrt. Okay, aber das kann ich jetzt auch nicht wirklich herauslesen, wer es ist. Der Joachim hat eine sündhafte Vergangenheit. Er ist gewissenhaft fleißig. Ich glaube, wir wollen den Freibauern. In seinem fünften Stift, okay. Okay, er verdrängte diese Schuld, die seine sterbende Seele hätte belasten sollen, schob sie, Knecht. Nachdem er versucht hatte, einem älteren Mädchen Jungfräulichkeit zu nehmen, erhielt er gerechte Strafe, Wutenbrand, sorgte der Vater des Mädchens dafür, dass Joachim ins Kloster verbannt wurde. Okay, das ist ja eigentlich eine lückenlose Geschichte. Entfalten Zweifel an die Glaubwürdigkeit seiner Angaben aufkeimen lässt. Ah, Antonius! Seine Angaben auf. Ich werde mich bei Pater Stefan von Waschem erkundigen, ob Antonius in diesem Teil des Landes tatsächlich bekannt ist. Ah, dann wird es Antonius sein. Interessant. Aber ich weiß immer noch nicht, wer Pius ist. Willst du. Ich komme da nicht rein. Ja, das ist interessant. Was möchtest du? Okay. Ja, ich möchte in der Truhe. Oh. Ich muss schnell in den Hof, um den Wein zu stehlen. Antonius ist also höchstwahrscheinlich der Übeltäter. Antonius.
ist er? Du hast gesagt, ich soll in den Hof kommen, oder? Hat er das nicht gesagt? Mitternacht hat es geheißen. Hier ist er nicht. Ich höre niemanden gehen. Schleichen wir, das ist nicht so laut. Da könnte ich raus. Es wäre doch jetzt meine Aufgabe, um Mitternacht mich mit ihm zu treffen, um Wein zu besorgen. Sehen wir mal nach. Es sagt, ich soll mich schlafen legen, okay. Vielleicht habe ich es verpasst. Schau ich mal nach, ob dieser. Noch Zechen? Ach ja, das könnten wir auch nehmen. Wohl sein. Wohl sein. Wir sollten uns diesen Joachim vorknüpfen. Nächstes Mal bringt er uns besser einen echten Slime. Hallo? Huh. Bruder! Du wurdest wo gesehen, wo du nicht hingehörst. Kennst du etwa deinen Platz nicht? Weißt du nicht, wo dir der Zutritt gewährt und wo er dir untersagt ist? Also gut, Bruder. Ich nehme meine Strafe an. Und nun zeig mir, was du bei dir trägst. Ich muss alles konfiszieren, das in einem Kloster nichts zu suchen hat. Okay. Ich dachte, ich sollte Wein für sie besorgen. Und jetzt sperren sie mich ein. Haben sie mir den Schlüssel auch weggenommen? Schaue ich mir jetzt noch an und sonst lade ich. Weil ich habe ja nicht viel gemacht, außer das Buch gelesen. Das kann ich ja auch nochmal machen in der Bibliothek. Der Prior hat sich da nicht aufgeregt darüber. Die habe schon wieder vergessen, wer es möglicherweise ist, weil er bei seiner Vergangenheit Zweifel gehegt werden. Das ist der mit dem Kaufmann, der mit Kaufmannsgeschichte. Okay, Inventar. Ach, ich habe noch immer den Klosterschlüssel. Sehr gut. Jetzt muss ich in die Messe. Wer war das nochmal schnell? Antonius, oder? Seine Geschichte war doch da. Kaufmanns Sohn und so. Unterhalten wir uns. Okay. Ich wüsste. Okay. Arbeiten, beten. Nein. Ich will ja noch mal was von ihm wissen. Ich wüsste. Das ist alles. Ich wüsste gern. Das wäre alles. Das war jetzt wohl nichts. Da ist der Prior. Das ist immer der Erste. Ich frage nochmal. Unterhalten wir uns. Ich wüsste.
Okay. Das wäre alles. Ich kann ihn gar nicht fragen. Und ich habe jetzt echt vergessen. Questlog. Da. Da. Bla. Okay. Im Verlauf meiner täglichen Pflichten schrieb ich Bußhaltenskrömmel ab, aber ich übergab dem Bibliothekar Bruder Zylus nicht rechtzeitig die Früchte meiner Arbeit. Jetzt erwartet mich eine Strafe. Aha. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Jeder Tag im Kloster beginnt und endet mit dem gemeinsamen Gebet, gefolgt von einer Messe in der Kirche. Verlorene Seite. Okay. Schrank verbotener Bücher, ja. Schloss aufbekommen. Okay. Ja, ich denke mal, die Folge ist schon lange wieder vorbei. Aber es macht einfach recht viel Spaß, hier zu spielen. Und ich gehe jetzt mal zu Morgenandacht oder zum Morgengottesdienst. Pass besser auf, Bruder. Zum Morgenmesse. Warum so in Eil? Pass besser auf, Bruder. Und ja, wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin. Servus.